Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute erstellen wir ein Future Log für unser Bullet Journal. Und dafür brauchen wir ein paar Materialien. Und das wären einmal unsere Cat Sticker. Dann natürlich das Bullet Journal Scribbles That Matter. Das Acrylic Block Stempel Set. Meine Favoriten, die Kalender Stamps. Die sind nämlich richtig hilfreich. Das Stempelkissen. Das Bleistiftset. Und die Pastell-Highlighter, die ich dafür nutze. Du kannst natürlich auch alles andere nehmen. Und meinen Favoriten, den Micron Fineliner. Ich schnapp mir erstmal einen Bleistift und zwar einen ziemlich weichen, meistens so 3B oder 6B und schreibe erstmal oben hin, was ich denn dahin haben will, nämlich Future Log. Einfach, ja, ich zeichne das erstmal vor oder ich schreibe das erstmal vor und zeichne das gleich mit dem anderen Stift nach. Ist einfach sicherer, wenn ich mir das hier irgendwie nicht so richtig schön aussieht, dann kann ich das einfach nochmal machen. Ich nehme jetzt einmal den Frixion-Stift, weil den kann ich auch noch radieren, also nochmal so auf Nummer sicher. Weil, wie gesagt, das ist ein wichtiger Teil. Und ja, wenn ich das jetzt wegradiere, ist das Problem, dass ich den Stift mit wegradiere, weil der reagiert ja auf Hitze und deswegen ziehe ich das jetzt einfach nochmal mit dem Micron Fineliner nach und dann, ja, dann ist es auch wirklich fest. Verankert in meinem Journal. Ja, und dann geht's auch schon weiter. Dieses Future Log ist jetzt für die letzten 6 Monate von 2019, deswegen schreibe ich jetzt hier auch nur 2019 hin. Ja, und dann nehme ich mir den Acrylblock und packe meinen Stempel da drauf. Das ist ja so schön, die kleben da drauf sozusagen. Also man drückt sie einfach fest und dann klebt das auch schon. Und dann kommt das Stempelkissen zum Einsatz und ich fange damit an, die Wochen ja, über den jeweiligen Monat zu stempeln. Das heißt, ich habe jetzt hier von Montag bis Sonntag gewählt, aber das Stempelset hat auch noch die Tage von Sonntag bis Samstag, was für mich jetzt ein bisschen ungewohnt ist, ne? Also ich nehme immer von Montag bis Sonntag, weil für mich fängt die Woche eben immer montags an. Ja, das kann ich immer drüber stempeln und passend dazu kann ich dann eben bestimmen, wann der Monat anfängt. In dem Fall fängt der 1. Juli am Montag an und deswegen stempel ich das jetzt so darunter. Es sind aber auch immer so kleine ja, Zahlen rausgeschnitten sozusagen, sodass es auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter anfangen kann. Also sehr, sehr praktisch und du kannst es ja immer passend dazu auswählen, was du denn da drunter stempelst. Und jetzt male ich daneben aus der Hand heraus allerdings ein Kästchen. Da kann ich dann immer die Ziele reinschreiben, die ich dann für den Monat habe. Ich male das extra aus der Hand, weil ich möchte gar nicht, dass das so fürchterlich ordentlich aussieht. Du kannst natürlich ein Lineal nehmen, aber irgendwie hat das doch was, ne? Und dann nehme ich den Highlighter und male oben einen Strich rein. Und den male ich jetzt passend dazu auf die linke Seite auch über den Monat. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal Juli schreiben, nur es fällt mir doch relativ schnell auf, dass das nicht wirklich funktioniert, weil wenn ich da jetzt drüber male, dann verschmiere ich entweder den Juli, ja, oder das sieht auf jeden Fall ein bisschen seltsam aus, ne? Deswegen nochmal wegradieren und jetzt kommt erst einmal der Strich dahin und dann schreibe ich da drüber, dann sieht das besser aus. Das ist das Gute an diesen Stiften, man kann es immer wegradieren, wenn es irgendwie nicht passen sollte und du bist dann eben sehr frei in deiner Gestaltung, ne? Wenn dir irgendwas gar nicht gefällt, dann ja, dann kommt es eben nochmal weg. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Monat. Wieder von Montag bis Sonntag die Übersicht der einzelnen Wochen. Und dann passend dazu wieder die Monatsübersicht. Also vom 1. bis zum 30. oder 31. des Monats. Ja, wird dann einfach wieder darunter gestempelt. Ich schaue halt immer nach, wann jetzt der August anfängt und
passend dazu nehme ich dann eben den Stempel, den jeweiligen, und setze den da drunter. Du siehst also, es ist völlig egal, wann du mit deinem Bullet Journal loslegst, ob das jetzt Juli ist, Juni oder wirklich der 1. Januar, es ist dabei ganz gleich. Wichtig ist, einfach anzufangen. Ich habe mir überlegt, dass ich jedem Monat eine andere Farbe gebe, weil ich finde, das hat nochmal was, ne? Wenn immer jeder Monat neue Farbe kriegt. So der Juli, das ist natürlich so der Monat, der steht für Sommer, deswegen pink, und dann kommt August. Ja, blau ist vielleicht noch nicht ideal, hätte vielleicht lieber gelb sein können oder so, aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das gerne machen möchte. Thank you.
Du siehst schon, jeder Monat braucht ein bisschen Zeit. Ne? Man muss halt erstmal diese Monatsübersicht stempeln. Das dauert schon ein bisschen. Dann noch malen, dann noch einen Kasten machen. Aber ich finde, es lohnt sich. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Thank you.
Jetzt habe ich unten noch Platz, deswegen habe ich gedacht, mache ich hier noch einen Notizenbereich. Also schreibe einfach Notes dahin und was immer mir dann unterkommt, kann ich da in den Bereich packen. Weil es kann ja immer sein, dass irgendwas nicht passt oder dass ich mehr brauche oder was anderes noch da reinlege. Und dann ja, ist das eben der Notes-Bereich. Und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen verschönert und dafür nehme ich die Cat-Sticker. Brauchst du natürlich nicht nehmen, aber die sehen doch allerliebst aus. Ne? Deswegen kommt die kleine Katze auf die Seite. Ich denke, ich werde da gar nicht so viel drauf kleben. Vielleicht ein oder zwei reichen völlig. Und ja, einfach nur, um das Ganze ein bisschen zu verschönern. Du siehst schon, die Sticker sind sehr dick. Und das ist auch gut so, weil du möchtest natürlich nicht, dass das alles so durchscheint und ja, hinterher nicht schick aussieht. Ne? Also deswegen müssen schon ein bisschen dicker sein, die Sticker. Und dann kann man damit auch richtig schön dekorieren. Ja, und du siehst, die sehen doch richtig süß aus, nicht wahr? So, mir fehlt jetzt noch irgendwie eine Verbindung zwischen dem Future Log auf der linken Seite, also dem geschriebenen Future Log, und dem 2019 auf der rechten Seite. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache mit einem der Highlighter einen Strich von links nach rechts, damit ich anzeige, dass das Ganze irgendwie doch zusammengehört. Das ist ein bisschen tricky, weil erstens, ich mache es frei Hand und zum anderen kann ich mich dann nur an diesen Punkten orientieren und die sehe ich natürlich nicht, wenn ich male. Also muss ich versuchen, die Hand möglichst ruhig zu halten und immer so ja, Schrittchen für Schrittchen mich weiter voranzutasten. Ja, und jetzt kann natürlich auch noch eine zweite kleine Katze rein, nämlich die liegende. Und die kommt jetzt oben neben das Future Log. Natürlich ist das jetzt nur eine Möglichkeit, ein Future Log zu malen, aber ich finde das ganz praktisch. Wenn du das auch findest, würde ich mich darüber freuen, wenn du mir unten in der Box einen Kommentar hinterlässt. Und ansonsten hoffe ich, dir hat unser Tutorial gefallen und ich sehe dich im nächsten Mal.